Ich bin die Bettina Kundermann und Schulleitung am Zentrum für Pflegeberufe in Scheinfeld. Ende Juli haben wir die Absolventinnen und Absolventen der dreijährigen generalistischen Pflegeausbildung und der einjährigen Pflegefachhelferausbildung verabschiedet. Daran teilgenommen haben die Absolventinnen und Absolventen mit ihren Familien und Freunden, auch Herr Streng, der stellvertretende Landrat und der Klinikvorstand des Kommunalunternehmens. Was uns sehr gefreut hat, war die zahlreiche Teilnahme unserer Kooperationspartner und Netzwerkpartner, auch das Schulteam und wir natürlich als Schulleitungen haben auch gebührend diesen Tag mitgefeiert. Dieses Jahr war eine ganz besondere Abschlussfeier, da es der erste Jahrgang der generalistischen Ausbildung war. Wir sind sehr stolz auf unsere 43 Absolventinnen und Absolventen, 26 in der Generalistik und 17 in der Pflegefachhelferausbildung. Ganz besonders geehrt wurden die Absolventinnen und Absolventen mit dem besten Notendurchschnitt ihres Jahrgangs. In der Generalistik haben 4 Absolventinnen mit einem Notendurchschnitt von 1,08 bis 1,6 am besten abgeschnitten. In der Pflegefachhelferausbildung waren 2 Absolventinnen dabei, die einen Notendurchschnitt von 1,0 und 1,2 hatten. Dieser Moment, wenn ich als Schulleitung die Urkunde und das Zeugnis übergeben darf, ist auch für mich sehr emotional, da ich dann doch immer rückblickend sehe, wie sich die Schüler und Schülerinnen entwickelt haben innerhalb dieser 3 Jahre oder auch innerhalb des eines Jahres bei den Pflegefachhelfern. Und es erfüllt mich auch mit Stolz in gewisser Art und Weise, weil wir ja doch einen Teil auch dazu beitragen durften zu dieser Entwicklung. Eines unserer Highlights der Abschlussfeier war unser Schulchor 4K Lied. Sie haben 2 deutsche Lieder performt, was uns mit sehr großer Freude und auch Stolz erfüllt, da die Schüler dieses Schulchors aus verschiedenen Nationen stammen. Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seine Hand. Warum man sich für die generalistische Pflegeausbildung entscheiden sollte, dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen werden verschiedene Kompetenzbereiche vermittelt während der Ausbildung. Zum anderen bekommt man eine Art Werkzeugkoffer an die Hand, um im Pflegealltag bestmöglich den Pflegeempfänger zu versorgen.